Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Kiria wieder mit einem weiteren Teil, und zwar dem vorletzten Teil der Adventslesung von Gabriel Barillis Buch Honigmond. Es wird ein kurzer Teil heute. Am nächsten Morgen erwachte ich von der Sonne, die ihre Strahlen flach auf das Bett warf, und er war weg. Ich lag eine Zeit lang da und sah auf das Kissen, das neben mir lag und in dem ich noch den Abdruck seines Kopfes sehen konnte, und auch sein Geruch war noch in der Decke, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als hätte ich ihn eben noch gespürt, wie er meine Stirn geküsst hatte und gegangen war. Wahrscheinlich schwimmt er ein wenig im kühlen See vor dem Frühstück, sagte ich zu mir, als ich mich anzog. Und dann ging ich hinunter und kam an die Stelle, an der wir gestern Abend noch Steine geworfen hatten. Nichts. Der Strand war menschenleer. Nur weit draußen auf dem Wasser lag das Boot eines Fischers, der seine Netze auswarf. Ich ging eine Zeit lang auf und ab, und dann setzte ich mich ans Ufer und wartete. Niemand kam. Nach einer Stunde ging ich zum Hotel zurück und bestellte Kaffee und Brot und Butter. Aber ich bekam keinen Bissen hinunter. Der Kellner sah mich auch so merkwürdig an und lächelte so seltsam, dass ich ihn fragen musste, ob er meinen Mann gesehen hatte. »Nein, es tut mir leid, Sie sind die Erste heute Morgen. Es ist ja auch noch sehr früh.« Er hatte recht, es war noch sehr früh. Also blieb ich sitzen, bis es Mittag war, und dann noch eine Weile und noch einen Gedanken lang, bis ich mir sicher sein musste, dass er tatsächlich verschwunden war. Was gab es noch für Möglichkeiten? Die Stadt. Er war schon in die Stadt, wie weiß der Kuckuck. Und dort würde er mich überraschen und im Kaffeehaus sitzen oder auf dem Zimmer warten. Ich bezahlte, setzte mich in mein Auto und raste zur Stadt. Im Café war niemand. Und als ich den Portier nach dem Herrn aus Zimmer 231 fragte, sagte er, »Sie sind doch gestern gemeinsam abgereist, gnädige Frau. Das Zimmer ist schon bezahlt.« »Gnädige Frau«, sagte er zu mir, »sehe ich aus wie Barbara Bush? Was soll der Schwachsinn?« Ich setzte mich in die Halle in einen der riesigen, weichen Fauteuils und versank in den Kissen und in der Erkenntnis, dass er wirklich und wahrhaftig verschwunden war. Ich war gelähmt vor Staunen und vor, ja, was war das für ein Gefühl? War das Angst? Traurigkeit? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass eine unendlich große Leere plötzlich in mir war und eine absolute Stille. Eine Stille, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Ich kann es kaum, doch es ist so, wie wenn man auf dem Land bei Fremden übernachtet und einige Kilometer weit weg führt eine Autobahn durch den Wald. Den ganzen Tag über liegt das Summen der Autos unter allem anderen Gesprächen, unter jedem Gespräch, unter jedem Klappern einer Kaffeetasse, unter jedem Rauschen der Bäume liegt dieser unentwegt brummende leise Ton, der so andauernd da ist, dass man ihn überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Und plötzlich sitzt man mitten in der Nacht kerzengerade im Bett und erschrickt wie aus einem Albtraum, weil irgendetwas entsetzlich anders ist. Man hört den eigenen Atem, bildet sich ein, Schritte ums ganze Haus zu erahnen, wagt kaum, mit der Bettdecke zu rascheln, und auf einmal weiß man, was es ist. Der Brummton ist weg. Es fahren keine Autos mehr. Es ist zum ersten Mal wirklich still. Diese Stille ist so wuchtig, dass sie einen aus dem tiefsten Schlaf reißen kann. So sehr fehlt dieses Grundgeräusch in der Palette der Töne. So war es auch jetzt. Ich war fassungslos, wie still es plötzlich war, wie lärmend, brüllend, tosend still. Seine Nähe hatte einen ununterbrochenen Klang gehabt, seine Hände, seine Augen, einen ununterbrochenen Ton neben mir gespielt, der völlig unabhängig davon war, ob er etwas sagte oder nicht. Er war wie der fehlende Ton zu meinem Ton. Und erst zusammengespielt waren wir ein Akkord gewesen, und jetzt war es still ohne ihn.
Jetzt war ich nur noch ein einzelner Ton ohne Antwort und ohne Begleitung. Jetzt war ich allein. Ich saß da und blickte auf meine Hände und wusste, dass da keine vorübergehende Irritation war. Ich wusste, dass er sich keinen Scherz erlaubte, dass er nicht plötzlich durch dringende Geschäfte weggerufen worden war. Nein, er wird nicht in einer Stunde um die Ecke auftauchen und sagen: Darf ich Anker werfen, schönste Dame? Er wird sich nicht neben mich in das andere weiche Sofa lümmeln und sagen: Du wirst mit jeder Minute schöner. So laut, dass der Portier schmunzeln müsste. Es wird nicht geschehen. Ich saß da und sah auf meine Hände und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich blieb sitzen und sah den Gästen zu, die zur Türe hereinkamen und an der Rezeption eincheckten. Ich beobachtete Paare, die im Lift verschwanden, und sah, dass sie nicht sofort übereinander herfielen. Ich spürte, wie der Portier immer öfter einen fragenden Blick zu mir schickte und schließlich sagte: Darf ich Ihnen etwas servieren lassen, gnädige Frau? Sie brachten mir einen Ammoniak, und schon der Geruch hat mir wehgetan. Und so hielt ich das Glas in den Händen und wartete, bis der Alkohol verdunstet war, ohne dass ich einen Tropfen getrunken hatte. Warum? Das war die Frage, die übrig blieb. Warum? Warum? Was war hier los? Was ist geschehen? Warum? Warum gestern um dieselbe Uhrzeit dieses Glück und nun diese Leere? Warum dieses Geräusch einer Fliege, die gegen das Glasfenster dort drüben summte? Und warum das laute Ticken der großen Uhr neben der Rezeption, das ich gestern nicht gehört hatte? Warum war er gegangen? Warum? Es kann doch nicht im Ernst so sein, dass er wollte, dass ich mit ihm komme. Ich weiß ja nicht einmal, wo er wohnt, wie weit weg seine Stadt liegt und was er so treibt den ganzen Tag. Und was hätte ich denn tun sollen? Alles aufgeben? Alles hinter mir lassen und auf Gedeih und Verderb zum Mond fahren? Das war ja eine tolle Geschichte mit dem Schiff und dem Mond. Aber mir scheint, er hat diese Metapher ernst gemeint. Mir dämmert langsam, dass er das ernst gemeint hat mit dem Wegfahren. Er wollte wirklich, dass ich alles liegen und stehen lasse und mit ihm komme. So wie im Film. Ja, um Gottes Willen, wir sind aber nicht beim Film. Ich bin Linda Rosenbaum aus Fleisch und Blut und ich habe noch einiges zu erledigen im Leben, das wichtiger ist, als mit dem wunderbarsten Mann der Welt fortzuziehen nach... Warum eigentlich? Warum hatte ich Wichtigeres zu tun und vor allem was? Was war denn so wichtig, dass es wichtiger war, als seine Brust in der Nacht zu spüren und die Hand auf seinem Bauch liegen zu haben am Morgen und nach dem ersten Kuss noch einmal einzuschlafen? Mein Leben ist wichtiger. Meine Wohnung, meine Kleider, mein Studium, mein zu ergreifender Beruf, meine Freunde, mein Auto, meine Miete, meine Strafzettel hinter dem Scheibenwischer. Außerdem, warum ist er denn nicht bei mir geblieben und hat sein Leben um 180 Grad verändert? Warum hat er denn nicht alle Zelte abgebrochen und ist mir gefolgt? Altbiblische Scheiße. Dort, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Das ist nicht mehr, Freunde. Und wenn, dann gilt es zumindest zu 50% für beide Teile. Selbst wenn er aus Wisconsin stammen sollte und ich aus Rouen, gibt es keine Ausrede. Wir können uns auf halbem Weg auf den Azoren treffen und eine Schafzucht aufmachen. Selbst im weitesten Ozean ist eine Insel. Es gibt auf dem Planeten keine geografische Ausrede. Jeder kann jedem auf halbem Weg entgegenkommen. Basta! Es tat weh. Es tat höllisch weh. Und ich hätte alles darum gegeben, wenn ich dieses Gefühl hätte aus mir herausschrauben können. Gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben und wieder harmlos und störungsfrei sein, wie ich es noch gestern war. Es ging nicht. Es war da. Und es tat weh. Es tat höllisch weh. Und ich saß da, die Uhr tickte und tickte und das Sofa, auf dem ich saß, begann mich langsam aufzufressen. Also stand ich irgendwann auf und ging nach Hause.
Die Straßen waren schon leer, weil alle Menschen, die einander etwas zu sagen hatten, schon irgendwo beim Essen saßen oder ins Kino gegangen waren oder sonst irgendetwas taten, das schöner war, als allein durch die Stadt zu irren. Was ist das Gute an der Situation, dachte ich, als ich meine Wohnungstür aufsperrte und mich in der Küche auf den Boden setzte. Ich habe einmal ein Seminar für positives Denken mitgemacht und das Vaterunser, das sie uns dort mitgegeben hatten, war die Frage, was ist das Gute an der Situation? Ich saß auf meinem Lieblingsplatz neben dem Kühlschrank und hatte keine Ahnung. Was soll man auf so eine saublöde Frage auch antworten, wenn man verlassen worden ist? Wenn man geglaubt hat, zum ersten Mal im Leben jemanden getroffen zu haben, mit dem es nicht nötig ist, erst einmal die Begriffe zu klären, bevor man ein Glas Wasser bestellt. Es war nicht nötig gewesen mit ihm, weil unsere Begriffe seit Jahrhunderten dieselben gewesen waren. Also, was ist das Gute an der Situation, von einem Mann verlassen worden zu sein, der völlig darauf vertraut, dass ich schon das Richtige bestellen würde? Welcher Mann tut denn so etwas? Noch dazu am ersten Abend, wo die meisten doch nur damit beschäftigt sind, damit anzugeben, dass sie Wachtelbrüstchen auf Französisch bestellen können. Ich hasse Wachtelbrüstchen. Also, was ist gut daran? Was ist gut daran, nie wieder mit einem Mann essen gehen zu können und ihn anhimmeln zu können, weil er nicht so tut, als würde er etwas vom Wein verstehen? Nie wieder könnte ich so tun, als wäre es interessant zu hören, auf welchen Erfolgsquotienten der Raketenkurs der Karriere eines Bettnachbarn liegt. Nie wieder könnte ich ertragen, dass jemand neben mir schnarcht. Ich dachte mir, sie schnarchen alle. Ich dachte, das sei so wie das Amen im Gebet und würde erst aufhören, nachdem die Engländer Gibraltar aus Spanien zurückgegeben hätten. Wir wissen, dass das nie geschehen wird. Folglich hatte ich alle Hoffnung aufgegeben, bis er neben mir lag und zwei Nächte lang nicht geschnarcht hat. Nein, nicht geschnarcht, nicht ein bisschen. Und das soll jetzt aus meinem Leben verschwunden sein? Diese Erlösung? Was ist gut an dieser Situation? Ich saß da und versuchte, ruhig zu bleiben. Es tat scheußlich weh im Herzen, sich vorzustellen, dass er wirklich für immer verschwunden sein sollte. Also fing ich an, mir Rettungsanker zu basteln, an denen ich mich festhalten konnte. Gott sei Dank ist das schon jetzt geschehen, war einer dieser Rettungssätze, und nicht erst in 2 Jahren oder nach 7 Monaten oder so. Das wäre wirklich übel. Ich hätte auch gar keinen klaren Kopf mehr gehabt für mein Studium, und außerdem wäre mein Bett zu schmal gewesen in meiner kleinen Wohnung und dann war mein Kopf plötzlich leer und mein Herz war leer und die Hände und die Haut und die Augen und meine Lippen, mein Körper und meine Seele und mein Geist war nur mehr ein einziger Ruf nach dem Ende dieser Ausreden. Ich schlang meine Arme um meine Knie, legte den Kopf darauf und konnte endlich anfangen zu weinen. Das war jetzt nicht so ziemlich lustig. Morgen geht's weiter mit dem Schluss.